aber ehrlich gesagt sehe ich keinen anderen Ausweg mehr. Ein paar Tage später haben die Schwestern in Michelles Mittagspause einen Termin in der Detektei Provato. Nadja will endlich wissen, ob ihr Lebensgefährte sie mit seiner Ex-Freundin betrügt. Sie sagten, die Freundin heißt immer Jasmin, ne? Ja. Okay, wissen Sie sonst was über der?